Willi Ollinger betreibt seit 2001 ökologischen Weinbau auf ca. 8,8 Hektar Rebfläche, aus denen er im Familienbetrieb zwischen 60.000 und 70.000 Litern Wein gewinnt. Diese Art des Weinbaus hat nach Willi Ollinger nicht nur derzeit großen Erfolg, sondern ist für ihn, vor allem wegen der Zunahme an Verboten von chemischen Stoffen, der richtige Weg, die Zukunft zu bestreiten. Ökologischer Weinbau wird grundsätzlich durch EU-Richtlinien definiert. Wer wirklich sicher gehen will, Wein aus kontrollierten, ökologischen Anbau zu genießen, sollte daher beim Kauf auf Labels wie Bioland, Naturland oder Ecowin achten. Wie kamen Sie darauf, ökologischen Weinbau zu betreiben? Ja, ich kam darauf, dass ich allergische Reaktionen zeigte gegen Pflanzenschutzmittel. Und es war eigentlich die logische Konsequenz, wenn man Weinbau weiter betreibt, dass man dann in der Richtung was umstellt. Das heißt, das tut nicht nur den Leuten gut, die den Wein trinken, sondern es hat auch ihnen richtig gut getan. Ja klar, es ist natürlich gerade für den Anwender, für den, der mit den Pflanzenschutzmitteln umgeht, den betrifft es am meisten. Vorhin haben Sie uns erzählt, dass ist nicht nur mehr ein Trend, sondern schon eine komplette Richtung ökologischer Weinbau. Also das heißt, Sie hatten gesagt, 10% des Weinbaus in Deutschland ist schon ökologisch. Ja, das hat in den letzten 10 Jahren hat das deutlich zugenommen. Hat sich fast verdoppelt und wir sind jetzt tatsächlich fast bei 10%. Wir hinken hinter Ausländern her, wie Franzosen, wie Italiener und Spanier, die auch in dem Bereich schon weiter voran sind. Gibt es dafür einen Grund, dass es in Deutschland weniger ist oder jetzt erst ein bisschen später kommt? Ja gut, wir waren schon hier die Vorreiter, nur es hat sich sehr langsam entwickelt. Es muss sich die Erkenntnis zeigen bei den Winzern, dass durch eine ökologische Bewirtschaftung nicht nur unbedingt was für die Umwelt gemacht wird, sondern dass man daraus gesündere Reben erzieht, die auch bessere Weine bringen. Sie betreiben den ökologischen Weinbau mit Erfolg? Ja, denke ich schon. Ne? Also wir sind immer gegen Ende des Jahres ausverkauft und könnten eigentlich noch mehr Wein verkaufen. Aber das ist auch schön so, wenn man sieht, dass die Leute unsere Weine mögen und das freut uns auch. Vielen Dank. Gerne. Die Tradition des Weinanbaus wird in der Familie Herber bereits seit 1919 gepflegt. Er, Präsident des Saarländischen Winzerverbandes, ist Winzer in vierter Generation. Für Helmut Herber ist es vor allem wichtig, dass der Wein schmeckt. Uns als Studenten legt er dieses Handwerk und die immer größer werdenden Betriebe auch als Arbeitgeber ans Herz. Stammkunden der Herbers beschreiben seinen Wein als eine runde Sache und loben das Preis-Leistungs-Verhältnis gerade im Vergleich mit unseren französischen Nachbarn. Bei uns ist jetzt der Helmut Herber, er ist Präsident des Saarländischen Winzerverbandes und hat auch ein eigenes Weingut. Hallo Herr Herber. Hallo, schönen guten Morgen. Hallo. Vielleicht wollen Sie uns ein bisschen was zu Ihrem Weingut, zu Ihrem Hof erzählen und seit wann Sie das machen? Ich bin seit 30 Jahren Winzer, habe den Betrieb von meinen Eltern damals übernommen. Wir bewirtschaften mittlerweile 10 Hektar Rebfläche, davon auch 2 Parzellen drüben in Schengen in Luxemburg. Und der Schwerpunkt unserer Rebsorten sind die Burgunder-Rebsorten, also Grauburgunder, Weißburgunder, Auxerrois, aber auch Spätburgunder. Sowohl als Rot- wie auch als Roséwein wird dieser ausgebaut, aber auch Riesling, Elbling, runden die Palette ab. Und der Schwerpunkt sind halt trockene Weine. Macht das auch die Region Saarland als Weinbauland aus hier an der Mosel, dass es mehr trockene Weine sind? Ja, ich denke, dass die Nähe zu unseren Nachbarn in Frankreich und Luxemburg, dass wir schon sehr früh auf trockene Weine gesetzt haben. Und man trinkt ja halt hauptsächlich den Wein zum Essen und da passt ein trockener Wein einfach besser als ein süßer Wein. Wie wird denn das saarländische Weinangebot angenommen? Also sind es Einheimische, die hier einkaufen oder haben Sie da auch überregional Kunden? Also wir haben, schätze ich mal, 85% des Weines, den wir hier regional absetzen, wobei das Regionale auch angrenzende Lothringen und Luxemburg einbezieht. Aber wir haben auch überregional, also bundesweit einen Vertrieb und haben auch ein bisschen Export nach Tschechien oder Belgien. Warum ist der saarländische Wein besser als der Pfälzer Wein? Es gibt überall guten Wein, also so möchte ich es jetzt nicht provoziert sagen. Aber ich denke, wir haben hier sehr viel an der Qualität oder für die Qualität gearbeitet und wir können uns auch bundesweit mit unseren Weinqualitäten sehen lassen. Vielen Dank.